Also meine Erwartungen an die Quote sind natürlich, was Auswirkungen auf die Qualität angeht, sehr hoch. Ich nehme im Moment die Qualität, insbesondere im Fernsehen, auch das Öffentlich-Rechtliche, nicht so als super großartig wahr. Also ich verstehe auch gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, mehr Frauen würden ein Problem für die Qualität sein, weil erstens, welche Qualität? Und zweitens ist es eine totale Beleidigung, weil natürlich kein Regiegen an das Geschlechtschromosom geknüpft ist und das völlig aberwitzig ist, davon auszugehen, dass Frauen weniger Qualität bringen würden. Mal mit einer einfachen Analogie gesprochen, wenn ich die Goldfische nur aus dem halben Teich rausziehe, nämlich den, wo die männlichen schwimmen, dann habe ich natürlich die zweite, dritte und vierte Wahl, statt dass ich aus dem ganzen Teich fische und dann alle Talente erwische, die nämlich gleich verteilt sind. Wie das dann aussehen würde im Film, ich würde mir mehr Lebenswirklichkeit von Frauen dort auch abgebildet wünschen. Ich möchte dort alle Arten Frauen finden, nicht nur die, die jung und normschön und dünn und halbnackig und weiß auch noch sind, sondern ich möchte, dass man alle Frauen sehen kann, in jedem Alter, in jeder Form, so wie sie auch im normalen Leben vorkommen. Und im Moment sehe ich nicht, dass viele Frauen im Film derzeit repräsentiert sind.